Hi, wie geht es euch? Ich möchte heute mal ein bisschen über meine Pläne für die Zukunft reden, was diesen Kanal hier betrifft. Das hier wird das letzte Video sein, das ihr in diesem Jahr von mir zu sehen kriegt, und dann starten wir ja alle irgendwie mit neuen oder alten Plänen frisch ins neue Jahr. Ich habe in letzter Zeit viele verschiedene Videos gedreht und hochgeladen. Das waren Behind-the-Scenes-Videos, das waren Tutorials, das waren Image-Videos. Zuletzt das kleine Spaßvideo während meines Werkstattaufenthalts in Kaihude, und nebenbei arbeite ich ja auch schon seit fast einem Jahr jetzt an meinem Frankreich-Film, der wieder mal viel mehr Zeit beansprucht, als ich gedacht habe. Ich wusste zwar, dass der Schnitt eine Menge Zeit in Anspruch nehmen würde, aber insgesamt ist das doch mal wieder viel mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Und das zieht sich nicht zuletzt deshalb auch so hin, weil ich ja zwischendurch auch noch die ganzen anderen Videos drehen und hochladen möchte, die mir so in den Sinn kommen. Und das ist eine Sache, die ich auch in 2020 weiterhin machen möchte, regelmäßig Videos hochladen. Denn das ist es, was mir am meisten Spaß macht. Und was mir am allermeisten Spaß macht, ist, Videos unterschiedlicher Art hochzuladen. Viele von euch sagen vielleicht, du sprichst über das Film, du drehst Image-Videos, ich dachte, das hier ist ein Reisekanal. Und das ist ja noch immer. Es gibt tonnenweise Videos von meinen Reisen, durch die du dich klicken und die du dir angucken kannst. Da stecken meine Wurzeln, und ich werde auch niemals aufhören, auch weiterhin von meinen Reisen zu berichten, wenn ich unterwegs bin. Aber ich glaube, als Filmemacher, YouTuber oder wie auch immer du das nennen willst, kann man erschaffen, was immer man möchte, solange man selbst bleibt. Das hier ist der Sascha-Ode-Kanal. Manchmal gibt es hier halt Spaßvideos von Werkstattaufenthalten zu sehen. Es gibt Tutorials über das Vloggen mit dem Handy. Es gibt Behind-the-Scenes-Videos von Videodrehs, Vlogs und, und. Ich denke, man sollte der Kreativität kein Limit setzen und sich nur auf eine einzige Sache konzentrieren. Es sei denn, es ist die eine Sache, die du ausschließlich tun möchtest und auf die du dich konzentrieren willst, weil du sie besonders gut machst oder weil sie dir besonders viel Freude bereitet. Aber für mich ist Sascha Ode quasi der Schirm für all das, was ich gern mache, an dem ich euch teilhaben lassen möchte, über das ich mich mit euch austauschen möchte. Das bin ich, und das ist es, was es hier auf meinem Kanal zu sehen gibt. Das ist Sascha Ode. Also, viele von euch scheint ja die Frage zu beschäftigen, wird es in Zukunft auch wieder Reisevideos geben? Und die Antwort ist, ja, natürlich, im nächsten Jahr wird es auch wieder Reisevideos geben, aber ihr werdet auch eine Menge anderer Videos sehen. Und als jemand, der gerne bestimmte Dinge tut, solltet auch ihr eure Kreativität nicht auf eine einzige Sache herunterschneiden, für die Leute euch vielleicht kennen. Wenn ihr Spaß an bestimmten Dingen habt, dann geht raus und tut sie, ganz egal was es ist. Es ist toll, für eine Sache bekannt zu sein, aber die Kreativität ist grenzenlos, sie ist endlos, und ihr solltet sie nicht zurückhalten und euch damit selbst mauern und Grenzen aufbauen. Tu, was du willst. Ich habe mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, das tun zu können, was ich will. Und ich habe vor, das auch weiterhin, solange es irgend geht, zu tun. Also 2020. Was machen wir? Was immer wir wollen. In diesem Sinne, kommt gut ins neue Jahr.